Liebe Widder, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading zum Thema Liebe und Wunschpartner für die kommenden 7 Tage. Bitte bedenkt, das Universum rechnet die Zeit nicht, wie wir sie rechnen. Also beginnen die 7 Tage zu laufen in dem Moment, wo ihr diese Botschaft findet, wo sie euch erreichen soll. Ich spreche auch immer aus den Augen einer Frau. Also wenn ich vom König, der Königin spreche, bitte dreht es euch so um, dass es für euch stimmig und passend ist. Ich starte wie immer mit dem Seelenreich-Orakel. Da möchte ich einmal in euer Herz, in eure Seele lauschen, was für euch in den kommenden 7 Tagen wichtig ist, was ihr euch anschauen dürft, was ihr vielleicht bis jetzt unterdrückt habt, weil es wehgetan hat, weil ihr nicht hinschauen wolltet oder konntet oder was für eine andere Botschaft euch erreichen soll. Dann werden wir mit den Nenemo-Karten in die Aussichten der kommenden 7 Tage schauen und diese noch ganz genau mit dem Licht- und Schattentarot aufklären, klare Botschaften erhalten. Und andere Orakelkarten kommen bei mir auch immer noch zum Einsatz. Aber jetzt starten wir los mit dem Blick in euer Herz, in eure Seele. Was möchten die beiden euch für eine Botschaft mit auf den Weg geben? Und da hätte ich gerne eine Botschaft, eine klare Botschaft aus eurem Herzen, aus eurer Seele. Und da haben wir sie schon. Schwung und Freude, du kommst leicht voran, nutze die Energie. Na, das ist doch schon mal eine super schöne Botschaft gleich zu Beginn des Readings. Schwung und Freude wird in dir aufblühen, aufkeimen. In den kommenden 7 Tagen wirst du gut vorankommen in deinen Themen. Das bedeutet, du wirst Energie erhalten. Du wirst Impulse erhalten, die dich nach vorne bringen, die dich antreiben, die ja Glücksgefühle in dir hochkommen lassen, die dich nach vorne bringen. Du wirst getriggert werden von deinem Herz, von deiner Seele, denn die möchte, dass du in den Schwung, in die Freude kommst, auch was die Liebe betrifft. Und das ist schon mal eine super Botschaft gleich zu Beginn. Und als zweite Botschaft möchte ich die Kraft erfragen, die euch begleiten wird, antriggern wird. Ich sage auch immer so ein Stück weit, vielleicht auch in den Popo tritt, damit ihr euch bewegt. Und da schauen wir mal, welche Kraft bei euch ist in den kommenden 7 Tagen. Euch ja bewegt zu diesem Schwung, zu dieser Freude. Eine ist gerade abgestürzt, die musste ich wieder aufheben. Und jetzt schauen wir, welche Energie euch erreicht, bei euch ist. Eine Karte, eine Botschaft hätte ich da gerne für meine Widder für die kommenden 7 Tage. Na, das waren zu viele. Mehrere Energien bei euch unterwegs, die euch erreichen. Vielleicht seid ihr auch im Gefühl so ein bisschen hin und her gerissen von den Energien. Das zeigt sich mir gerade so. Vielleicht seid ihr gerade etwas wankelmütig. Glaube an das Unmögliche. Glaube an das Unmögliche. Hab Vertrauen in dich. Hab Vertrauen in die geistige Welt. Und gib die Hoffnung nicht auf. Das ist die Energie, die dich begleiten wird und die passt super zum Schwung und zu der Freude. Denn wenn ich die Hoffnung, den Glauben, das Vertrauen habe, dass Unmögliches geschehen kann, dann gibt mir das eine Wahnsinnsenergie und dann schaue ich positiv in die Zukunft, habe dadurch Freude und Schwung weiterzumachen. Also passen diese Karten sehr, sehr schön aufeinander als Botschaft. Und jetzt schauen wir mit den Lenemo-Karten direkt in die kommenden Energien für die 7 Tage. Was darf ich da Schönes berichten? Was kommt auf euch zu? Da hätte ich gerne 4 Energien, 4 Botschaften, was so in den kommenden 7 Tagen bei euch passiert
sich verändert, entwickelt, wie auch immer. Zum Thema Liebe und Wunschpartner. Und eine noch bitte. Ui, das sind zu viele, aber das ist direkt die nächste Reihe, darum behalten wir sie. Entscheidung zu einem Neuanfang, Bewegung und Glück. Wow, schaut euch das an. Die Würfel sind gefallen. Es soll eine Entscheidung in Bezug auf die Liebe, auf deinen Wunschpartner geben. Hin zu einem Neuanfang. Das Kind ist der Neuanfang, da beginnt etwas von vorne, etwas ganz Neues. Und da kommt Bewegung rein. Vielleicht wirst du eine Nachricht erhalten oder du bist aufgefordert, eine Nachricht abzuschicken. Der Reiter ist die schnelle Energie, da tut sich schnell etwas. Er überbringt aber auch die guten Botschaften. Entschuldigt. Die Botschaft bringt Glück. Es zeigt, diese Nachricht wird dich glücklich machen, und zwar ein Glück, das wächst. Ihr wisst, die mich schon länger verfolgen, wissen, für mich ist das nicht das kleine Glück, wie andere das sehen, darf jeder für sich entscheiden, wie er diese Karte deutet, aber für mich ist das ein Glück, das wächst. Denn ihr seht, hier sind die Blüten. Wo Blüten sind, ist Samen, wo Samen ist, heißt neuer Klee, mehr Glück, also Glück, das wächst. Somit die Botschaft, es wird zu einer Entscheidung, zu einem Neuanfang kommen. Dahingehend wird dich eine Botschaft erreichen, die dich glücklich macht. Und jetzt schauen wir, was da noch gefallen ist. Da hat jemand in die Tiefe geschaut oder du wirst in die Tiefe schauen. Der Brunnen ist immer so der Blick in sich selbst. Erkenntnis finden, etwas graben, unter die Oberfläche schauen, was ist da wirklich bei mir los? Was fühle ich wirklich? Ich habe am Anfang vergessen zu sagen, bitte fühlt immer hinein, ist diese Botschaft direkt für euch oder betrifft sie euren Gegenüber als Botschaft an euch? Hier geht es, wie gesagt, darum, in die Tiefe zu schauen, um eine Entscheidung zu treffen, die harmonisch ist. Die Lilien sind nicht nur die hohe Anziehung, die Sexualität, die Sinnlichkeit. Nein, die Lilien sind auch die Karte für Harmonie. Der Turm auf der Botschaft, sehr gut möglich, dass da jemand im Rückzug war. Der Turm ist der Ort, an dem ich mich zurückziehe. Mich selbst finden möchte, neue Erkenntnisse empfangen möchte. Denn in dem Turm kann man nach oben klettern und alles mal aus einem anderen Blickwinkel sehen. Vielleicht erkennen, dass der Weg, den ich bis dato gegangen bin, nicht der richtige war. Dass ich einen anderen einschlagen muss. Hier kommt jemand aus dem Rückzug zurück, denn da soll eine Nachricht dich empfangen, beziehungsweise vielleicht hast du dich auch zurückgezogen, bist in dich gegangen, hast erkannt, nein, du möchtest anders weiter, du möchtest neu beginnen und wirst eine Botschaft absetzen. Auf das Klee, auf das Glück ist der Baum gefallen. Der Baum ist die Stabilität, das Wachstum. Für mich ist der Baum auch immer ein neuer Lebensabschnitt, der begonnen wird, was herrlich auf das Glück passt und auf den Neubeginn. Da soll etwas Neues beginnen in deinem Leben. Da soll ein neuer Lebensabschnitt auf dich zukommen und das ist super schön. Und jetzt schauen wir natürlich jede einzelne Karte mit dem Tarot noch genauer an. Jetzt gehen wir auf die Entscheidung und auf die Innenschau ein. Was darf ich da für Botschaften empfangen? Die hat sich sofort umgedreht. Schauen wir weiter.
Ja, da geht es darum, einen neuen Weg einzuschlagen. Ja, beide Karten deuten darauf hin. Und eine noch bitte. Ich lege das mal ein bisschen zur Seite, damit wir die gleich in die Mitte machen können. Eine Karte noch auf die Entscheidung, auf die Innenschau, auf das tiefe Ups, Hinschauen. Was darf ich da für eine Botschaft noch empfangen? Jawohl. So. Die 10 der Schwerter. Da geht es darum, schlechte Energien, schlechte Schwingungen loszulassen. Diejenigen, die dieses Tarot von mir schon kennen, wissen, die Krähen sind immer so, die einen was in den Kopf hämmern. Negative Gedanken, Zweifel, Misstrauen, all das zeigen diese Vögel auf. Diese wirst du verscheuchen, denn du hast erkannt, diese Gedanken bringen dich nicht weiter. Du möchtest aus dieser Dunkelheit raus ins Licht. Das hat die Innenschau gezeigt, für dich oder den Menschen, an den du gerade denkst. Da muss etwas hinter euch gelassen werden, hinter dir gelassen werden. Die 8 der Kelche zeigt, ich lasse etwas zurück, damit ich auf die Sonne zulaufen kann. Ich muss also etwas aufgeben, um etwas zu erreichen. Vielleicht meine Meinung. Vielleicht jemanden in meinem Umfeld, vielleicht meine Komfortzone verlassen. Erkennen, dass das mein Weg ist. Vielleicht muss ich Menschen auf diesem Weg zurücklassen. Aber das ist die Erkenntnis aus dem in sich gehen, in die Tiefe blicken, was da wirklich los ist, was man wirklich fühlt und wirklich möchte. Raus aus dieser Situation. Eingekästelt in seinem Nest, das bedeutet immer, man hat sich geschützt. Man hat sich geschützt, ist in die Embryo-Haltung gegangen, hat sein Herz nebendran gelegt, sodass man es nicht verletzen kann. Da gilt es rauszugehen. Dieser Zustand gilt es zu verlassen. An das Unmögliche glauben, ne? Sagt die Kraft für die kommenden 7 Tage. Und dieses Nest wird verlassen werden. Da ist die Erkenntnis, schaut euch das an, hier ist das Nest und hier sieht man auch sowas Ähnliches, ne? Wie dieses Nest. Da kommt die Erkenntnis auf, ich muss einen neuen Weg einschlagen. Vielleicht auch hier diese Sicherheit aufgeben, damit es weitergeht. Der Neuanfang und die Harmonie. Was darf ich auf diese Karte für Botschaften haben? Zwei Energien, zwei Botschaften hätte ich noch gerne auf den Neubeginn und auf die Harmonie. Das sind 4. Etwas loslassen müssen. Ne? Das haben wir ja hier schon gehabt bei der Innenschau und das ist die gleiche Karte. Da wurde krampfhaft etwas festgehalten. Seht euch das Gesicht an, das ist so, nö, nö, meins gebe ich nicht her. Das muss aber losgelassen werden, damit man in einen Neubeginn kommt, damit man die Harmonie miteinander wieder fühlen kann. Und das ist genau das, was die 3 Karten hier vorhergesagt haben. Man wird etwas zurücklassen müssen, etwas loslassen. Albträume, nicht einschlafen können. Das sind die Krähen, von denen ich hier gesprochen habe. Sich gefangen fühlen in der Situation. Vor lauter Gedanken keinen Plan haben. Das sagt die Augenbinde. Nicht wirklich hinschauen, nicht bereit sein, diese Fesseln zu lösen. Denn das sind nur Schnüre, meine Lieben. Das sind keine Eisenketten. Die Arme auseinandergerissen und diese Schnüre sind durchtrennt.
dann könnt ihr die Augenbinde abnehmen. Ihr könnt hinschauen, den Weg erkennen, den ihr gehen sollt. Was haltet ihr denn so krampfhaft fest? Ihr werdet es erkennen und dann weitergehen. Oder euer Gegenüber ist in dem Prozess, es zu erkennen. Noch wird davon geträumt. Den Stab schon in der Hand. Die Träume sind hier. Die Frau hat diesen VW-Bus gemalt, möchte mit ihm um die Welt tuckern, aber träumt nur davon. Solange ihr hinter dem Fenster sitzt, euch nicht bewegt, kann euer Traum nicht in Erfüllung gehen. Glaube an das Mögliche, Unmögliche. Nimm den Stab in die Hand und geh vor die Türe. Verlasse diesen Zustand des Schutzes. Zerreiße diese Schnüre, die dich festhalten, von denen du das Gefühl hast, sie halten dich fest. Der Page der Stäbe sagt, auf geht's, Burm. Der Page der Stäbe hat Schwung, nämlich genau das, was diese Karte dir sagt. Schwung und Freude, schaut euch das an. Das ist Schwung und Freude. Zu erkennen, welchen Weg man gehen möchte, sich befreien, das Alte hinter sich lassen, um mit Schwung und Freude in die Liebe, in die Zukunft zu marschieren. Ein Neubeginn zu starten, denn man hat diese Schnüre, das, was einen vermeintlich festhält, durchtrennt. Was darf ich auf den Turm, auf die Botschaft, für Botschaften überbringen? Was geht da? Was kommt da für eine Nachricht? Was für eine Bewegung kommt da bei euch rein? Da hätte ich auch gerne noch eine jetzt. Was tut sich da? Ja, die gleiche Karte, ne? Immer noch gefangen, immer noch diese Gedanken, immer noch nicht hinschauen wollen. So seid ihr in diesem Turm oder euer Gegenüber. Aber da geht es ja jetzt raus. Diese Schnüre werden durchtrennt, da kommt Bewegung rein aus diesem sich gefangen fühlen im Elfenbeinturm. Denn ihr kommt in die Energie der Königin der Münzen. Die Königin der Münzen weiß, was sie wert ist. Sie weiß, wer sie ist. Sie ruht in sich selbst. Sie ist absolut geerdet, in ihrer Mitte und bereit, alles zu geben, was sie geben muss, um die Königin der Münzen zu sein, um das zu erhalten, was ihr zusteht. In diese Energie werdet ihr kommen, denn diese Schnüre werden durchbrochen werden. Der Gehängte zeigt den Perspektivenwandel an, der im Turm stattgefunden hat. Das ist eine neue Perspektive einnehmen, um neue Möglichkeiten zu erkennen, zu sehen, wie kann man weitermachen, wie kann es weitergehen und dann voller Vertrauen den neuen Weg angehen. Diese Frau hat Vertrauen, die hält sich nur mit einer Hand fest, da unten ist das nichts. Aber das Vertrauen, das in ihr ist, was die Königin der Münzen hat, das bringt sie dazu, neue Wege einzugehen. Und schaut her, wir haben hier den Lebensbaum und hier haben wir auch den Baum. Das bedeutet, an diesem Baum hängen ganz viele Früchte. Liebe, Geborgenheit, Sehnsucht, Verlangen, Treue, all das hängt an dem Baum. Und ihr müsst euch nur ein Stückchen strecken. Aber um sich strecken zu können, muss man erst diese Fesseln durchtrennen. Aber das werdet ihr schaffen oder euer Gegenüber wird es schaffen, in diese Energie zu kommen, das Vertrauen zu erhalten und sich zu befreien, um hier den neuen Lebensabschnitt zu beginnen, das Neue zu beginnen. Und was darf ich auf das Glück und auf den Baum für eine Energie erhalten? Da hätte ich auch gern 3 Stück, bitte. Bei euch oder bei eurem Gegenüber geht es um Befreiung aus einer Situation, vielleicht auch aus Gedankenmuster, raus aus dieser Komfortzone,
in der man sich zwar vielleicht sicher fühlt, aber nicht glücklich. Drei Karten bitte auf den Baum, auf das Glück. Was darf ich da für Botschaften erhalten? Der neue Lebensabschnitt, der Schnitt, der neue Lebensabschnitt. Jetzt haben wir es. Jawohl. Hier geht es darum, dieses zu verlassen, dieser Wechsel der Gefühle, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, dieses On-Off, was vielleicht bei dir und deinem Gegenüber war. Dieses, ja, er meldet sich nicht. Es war nicht im Einklang, es ging immer hin und her. Im Übrigen ganz kurz für die Singles unter euch. Ist es an der Zeit, euer sicheres Nest zu verlassen? Den Mut zu haben, rauszugehen, vielleicht alte Muster zu sprengen, die Angst davor, verletzt zu werden. Nicht nur von der Liebe zu träumen, nein, rauszugehen, mit Schwung, mit Freude. Da ist etwas, was ihr nicht mehr erwartet, denn ihr sollt an das Unmögliche glauben und da kommt etwas Schönes auf euch zu. Die 7 der Kelche sagt, da ist die Wahl. Die Wahl, den Kelch der Liebe hochzuheben oder weiter so stehen zu bleiben, zu glotzen, weil man Angst hat, unter einem dieser Kelch könnte eine Schlange sein. Nein, die Wahl wird getroffen werden. Denn der Baum sagt, ein neuer Lebensabschnitt. Und wenn ich einen neuen Lebensabschnitt eingehen möchte, muss ich eine Wahl treffen. Anders geht es nicht. Ich kann nicht vor dem Fenster weiter verharren, denn dann passiert nichts. Ast der Stäbe sagt, voller Leidenschaft nach vorne preschen. Stäbe, Bewegung. Das Ast, die Chance. Hier kommt Leidenschaft ins Thema rein. Der Wille, etwas verändern zu wollen. Und die Stäbe, die Bewegung, wird etwas verändern. Und mit den 10 der Münzen sagt das, da ist alles drin. Haus, Hund, Katze, Maus, Familie. Das ist die Karte der Fülle in allen Bereichen. Und die haben wir hier auch. Du musst dich nur ein bisschen strecken, den Mut haben, rauszugehen. Dann erhältst du das. Das ist das, was du vielleicht im Moment für unmöglich hältst. Aber ob etwas möglich wird oder nicht, liegt oft an uns. Ob wir uns bewegen, ob wir Vertrauen haben, ob wir mutig sind, eine alte Situation vielleicht zu verlassen. Damit man hier in die 10 der Münzen kommt, nämlich in die absolute Fülle Geborgenheit. Weil da ist ein Pärchen, da sind Kinder, Kinder ist Zukunft. Da sind Freunde, da ist alles dabei. Alles, was du im Moment für unmöglich hältst. Was sagen die kleinen Amor-Karten dazu? Abwarten, überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Die Dinge sind dabei, ihren Lauf zu nehmen. Da muss ja etwas erst in die Befreiung gehen, sich nach vorne wenden, etwas abschließen und losmarschieren. Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Die Herausforderung sehe ich hier bei euch. Aber wichtig ist es, in die Balance zu kommen, denn die Balance war bis jetzt nicht da. Auf ewig. Respektiere den Ort im anderen. Nochmal. Auf ewig, respektiere den Ort im Anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im Anderen, der ewig währt. Ewig, auf ewig. Aber da gilt es, Dinge anzuschauen, ne? Ich habe ja gesagt, hier in die Tiefe schauen mit dem Brunnen. Respektiere den Ort im Anderen. Respektiere den Anderen und seine Meinung, seine Ängste. Geh auf ihn zu, reich ihm die Hand,
gehen muss er den Weg alleine. Wenn das dein Gegenüber ist, dann kannst du ihn unterstützen, bei ihm sein. Aber gehen, sich befreien, muss er ganz alleine. Jetzt wollen wir noch schauen, welche Botschaft hat das Universum an dich für die kommenden 7 Tage? Das sind die Karten, das Universum sagt dir. Und da hätte ich gerne eine Botschaft für euch. Was möchte euch das Universum mitteilen? Geben möchte. Statt für ein bestimmtes Ergebnis bete ich dafür, dass allen das höchste Gut zuteil wird. Ja, euch beiden, allen. Allen, die da mit betroffen sind, sollt ihr Licht und Liebe schicken. Und das Licht und die Liebe wird zu euch zurückkommen. Man wird euch den Weg weisen. Es wird ein wundervoller Weg werden, aber dazu muss man auch die richtigen Schwingungen aussenden. Nichts Negatives, kein Neid, keine Missgunst, keine bösen Gedanken. Denn die kommen dann auch wieder zu dir zurück. Also sei liebevoll, sei verständnisvoll. Wisse, dass es ein Weg ist, den jemand zu gehen hat oder du. Und zum Abschluss noch der Engel, der euch auf diesem Weg begleitet. Oh, ihr habt 2. Engel der Fülle, eine neue Quelle öffnet sich dir. Glaube an das Unmögliche. Und Engel der Liebe. Die Engel zeigen dir den Weg der Liebe. Du brauchst ihm nur zu folgen. Und das ist genau das hier. Du wirst den Weg sehen. Dein Gegenüber wird den Weg sehen, den er zu gehen hat. Den Weg der Liebe. Das ist eine super, super schöne Botschaft, meine Lieben. Ja, ich hoffe, ihr lächelt ein bisschen. Es ist klar, es ist noch ein Weg vor euch. Aber schön ist zu sehen, dass dieser Weg gegangen wird und man nicht hinter diesem Fenster hocken bleibt und nur davon träumt. Ich hoffe, ihr spürt jetzt diese positive Energie, habt Hoffnung, lächelt, wisst, es geht weiter, es ist kein ewiger Stillstand. Wenn ihr in der Situation seid, in der ihr Unterstützung braucht, Hilfe, Fragen habt, dürft ihr gerne unten in die Infobox klicken, dort findet ihr meine WhatsApp-Nummer. Schreibt mich an, wir telefonieren, besprechen, wie ich euch begleiten darf, was ich für euch tun kann. Natürlich freue ich mich, wenn ihr dieses Video teilt, mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr noch kein Abo habt, freue ich mich, wenn ihr das Glöckchen drückt, kostet euch keinen Cent. Und dann verpasst ihr mich nicht. Es kommt ja immer wieder was von mir raus für euer Sternzeichen, auf euer Gegenüber oder die Tagesbotschaften finde ich persönlich auch immer ganz spannend. Und von daher wünsche ich euch jetzt, dass das für euch genau so weitergeht. Ich schicke euch ganz viel Licht, ganz viel Liebe, ganz viel Kraft für euren Weg. Und ich freue mich, dass es euch gibt. Ihr seid alle einzigartig und liebevoll. Vergesst das nie. Bis dahin alles Liebe von mir für euch, eure Aurora.